Ein 27-jähriger Rumäne muss sich heute im Landesgericht Feldkirch aufgrund versuchten Mordes und schweren Raubes verantworten. Im Juli 2010 soll der Rumäne einen 30-jährigen Avanti-Kunden durch einen lebensgefährlichen Schuss verletzt haben. Er sitzt noch heute im Rollstuhl. Es sind noch zwei weitere von insgesamt 5 Verdächtigen angeklagt. Vorsitz hat Richter Wilfried Marte. Und es bleibt abzuwarten, wie sich die Geschworenen entscheiden werden.